Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hostile Castle. Eins meiner Spiele, was ich immer sehr gerne spiele. Ganz witzig, ich habe es glaube ich gestern noch gesagt. Das werden wir mal sofort starten. Ne? So. Und über das Spiel kann ich euch ein bisschen mehr erzählen. Was ist denn das hier? So, oh, ich habe hier ein Geschenk. So, das ist jetzt meine Burg, die habe ich mir erstmal aufgebaut, soweit ich konnte. Ich bin erst Level 9 mit der. Mit den Thronsaal, neun, ich glaube Level 7 mit den Thronsaal. Schauen wir mal. Ach, Level 6. Ach, noch schlechter. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ich mache das bei den Spielen mit drei Kämpfern. Also ich mache die Kaserne nur auf Level 3, nicht weiter. Weil mit 3 Kämpfern ist es ein bisschen leichter zu spielen als mit 4, 5, 6. Also 6 ist das höchste. Soweit ich weiß, soweit bin ich ja noch nicht. 6, 7, 8, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Leute ist das höchste bei dem Spiel. Ja, also ab Level 5, ab Level 5 bei den Thronsaal haben wir hier die Arena freigeschaltet. Ab Level 6 war das Portal, aber das ist jetzt gerade geschlossen. Da können wir also nichts machen. Entschuldigung. Und man fängt mit 5 Leuten an. Ach, ich möchte immer hier Video machen, aber das möchte ich jetzt nicht machen. Dann fängt man an. Schon wieder. Dann fängst du mit 5 Leute an. Und da hast du erstmal nur die Clanburg. Oder die Kaserne. Den Thronsaal. Ich glaube, ein Speisesaal war es. Eine Schatzkammer war das. Und dann musst du halt mal probieren. Den Thronsaal aufzuwerten, weil dann kriegst du auch noch die anderen Sachen alle. Und wenn ich jetzt hier auf Markt gehe, da haben wir die Produktion, was wir alles herstellen können. Bei mir fehlt noch einiges. Die Ausbildung, also für Stahl noch später, die Gießerei, Archivküche. Also hier kriege ich noch die beiden Räume. Die anderen werden dann erst auf maximal erweitert. Support sind Sachen zum Unterstützen. Zum Beispiel, da habe ich hier einmal
die Magiewerft und das Magielabor. Magielabor kann ich meine Zauber verstärken. Und hier habe ich andere Zauber. Die Zauber kann ich benutzen, wenn ich jetzt hier einen Gegner herausfordere. Ich suche mal einen leichten raus. Ah, hier 43, ganz leicht. Ein Angriff kostet 100.000 Äpfel oder Nahrung. Und hier könnte ich dann die Zauber benutzen, wenn ich die bräuchte. Aber bei den zweien brauche ich da keinen Zauber. Man fängt hier mit der ersten Halle an, dann geht man zur zweiten und mit den ersten dann fängst du an, dann zum zweiten, dann dahin. Ich bin jetzt hier, bin bei den Endgegner. Da ich nur drei Leute habe, ist das ein bisschen schwer, wäre mit vier jetzt so leicht, aber wenn ich vier Leute habe, komme ich wieder eine Stufe höher in der Arena. Und das ist dann nicht so schön. In 48 Minuten fängt der nächste Tag an, um 4 Uhr morgens. Ist jetzt 3.11 Uhr. Wir lassen den mal ein bisschen suchen. In der Zeit mache ich mal hier noch ein paar Angriffe, weil es gibt hier auch Tagesqueste. Das sind die hier. Geht man hier auf Tagesziel. Da hast du hier normalerweise Videos angucken, aber ich habe die von gestern schon noch fertig gemacht. Deswegen brauche ich die nicht. Ich habe gerade da umgesehen. Da. Da. Ich greife immer meistens die Gegner an, die so 20 oder 30, ja ne, eher 30 Angriffspunkte weniger haben wie ich. Jetzt könnte ich hier die ganze Zeit warten, bis alle gekämpft haben, oder ich gehe hier einmal raus. Schau, was ich hier noch machen kann. Kaserne möchte ich hier nicht ausbauen. Die Waffenkammer verbessern. Hier oben rechts auf das Gesicht kann man drauf drücken, da siehst du, wie dein Volk mit dir oder deine Bevölkerung mit dir zufrieden ist. Und die Zufriedenheit kriegst du neben dir immer, indem wir hier solche Blasen, die Leute. Ist natürlich nicht. Wenn die so eine Sprechblase haben, zum Beispiel mit ein schlechtes Gesicht oder sowas, dann drückst du drauf, damit wird die Zufriedenheit besser. Bei der Arena kann ich keinen Zauber benutzen. Schade. Oder vielleicht auch besser so. Sonst soll ich wahrscheinlich noch öfters verlieren. Aber es kann auch immer nur hier diese Sprechblase, meinte ich, wenn ich die drauf drücke, kommen 3 Smileys, zack, und die Zufriedenheit geht hoch. Das höchste ist bei 5%. Danach kommt Premium. Wenn ich Premium-Account habe, dann geht es bis 20% hoch. Dann arbeiten sie noch schneller, kämpfen sie stärker.
die 20% ziehe ich halt immer ab. Bei der Dingens. Bei der Angriffsstärke. Portal geht nicht. Verlies habe ich, kann ich auch noch nicht machen. Erst ab Level 9. Und das ab Level 8. Und hier kommen immer so kleine Events rein. Ich habe da bislang nur ein Event gesehen, das war das Weihnachts-Event. Da musste ich halt hier so gegen die Winter, wie hießen die Leute? Na, keine Ahnung. Irgendwelche Leute kämpfen. Oh, wir sind fertig. Und was ich noch gerne mache ist, oh, hier ist einer von mir online. Was ich noch gerne mache ist, ich mache hier Linksklick, hier und einladen. So lade ich immer die ganzen Leute ein, gegen die ich kämpfe. War ja nur der eine. Und das ist halt ein Spiel, was ich sehr gerne hier spiele. Mit Zero City, da bin ich noch weiter. Aber zurzeit habe ich nicht mehr so viel Zeit, um alle drei zu spielen. Deswegen wechsle ich mich da immer ab. Na gut, die Zeit ist abgelaufen, hier ist noch meine Trophäenhalle, eigentlich unwichtiger Raum, aber ich probiere hier alles zu bauen. Hier kann ich Rüstung herstellen und hier kann ich Waffen herstellen. Das ist die Clan-Halle, Batak die German. Und dann werden wir mal, wenn ich hier fertig bin, so, und da gibt es halt hier so eine Quest, die habe ich allerdings schon fertig. Ich muss 7 Arena-Kämpfe gewinnen. Oder bestreiten. Ich gewinne nicht, nur bestreiten. Und dann kriege ich wieder ein paar Punkte. Aber die habe ich ja schon. Oh, die letzte Runde schon, das ging aber schnell. Kein schwacher Gegner vor mir. Und hinter mir auch nicht. Das sagt meiner Gilde, der ist doch ein bisschen schwächer wie ich. Ein bisschen stärker wie ich. Aber ist der Schwächste von den ganzen Leuten hier. Ja, soll ich gegen den mal kämpfen? Komm, wir greifen den aus meiner Gilde mal an. Vielleicht kriege ich ja einen Vorteil, weil ich der Gildenmeister bin. Nö,
verliere ich. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Na gut. Belohnung abholen. So, und da ist meine Belohnung. Abgeholt. Und wenn du halt genug von den Punkten hast, kannst du hier in den Laden reingehen und ein paar Sachen kaufen. Ich habe 4800. Sehr gut. Kann ich schon mal sehr viel kaufen. Aber ich brauche jetzt nichts. Ich warte erstmal. So, das war's mit Hostel Castle. Eine schnelle, kleine, kurze Einführung. Muss ich auch nicht weiterspielen jetzt. Zwar geht es in 40 Minuten wieder neu los, aber egal. So, wir holen uns das Ticket ab. Haben wir alles, also ist fertig. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.